Hi ho, und da sind wir auch schon wieder. Ja, wie ich versprochen habe, geht es gleich mit Staffel 4 weiter, ohne dass ich einen Cut machen musste direkt, sondern einfach bloß in einen Schnitt in der Aufnahme. Ja, wir sind wieder auf der World Map, nachdem unser Hermit einfach mal so von einer Wild Force of Darkness, die aus Zwergen bestand, niedergemäht wurde. Ich glaube, das war eine Demonstration der Zwerge, dass sie unglücklich darüber waren, dass ich ein Hermiten-Let's Play gemacht habe. Aber ja, was soll man machen? Gut. Wir schnappen uns jetzt ein anderes Volk. Dazu gehe ich erst einmal auf die... Genau, auf die Zivilisationsleiste. Weil, wie ich bereits bei der letzten Staffel erklärt habe, hier können wir uns die Zivilisation aussuchen. Und je nachdem, welche wir nehmen, dieses Volk spielen wir dann auch. Also, jetzt muss ich mal kurz gucken, welches... Ja, das wäre schon mal richtig. Nein, Hermiten wollten wir nicht. Zwerge. Das sind Gnome. Zwerge und das sind dann wohl wieder Hermiten, genau. 1, 2, 3, 7 Stück. Das waren Zwerge, also 3 sind Zwerge. Das Grüne Reich. Das klingt doch ganz nett. Nehmen wir das Grüne Reich als unser Heimatreich. Als Gnome. So. Also ja, ich nehme es mal vorweg. Wir machen in dieser Staffel eine auf Gnomen. Gnomen sind im Allgemeinen fast wie Zwerge, nur dass sie nicht kämpfen können. Sie verlassen sich eher auf Fallen. Fernkampf. Das können sie einigermaßen. Und Kriegsmaschinen. Kriegsroboter. Also freut euch schon mal auf Roboterbären, Roboterdrachen und Roboterogre. Obwohl Roboterogre bin ich mir nicht so sicher, aber auf jeden Fall Robotertiere können sie bauen und Roboterdrachen, die auch als Tiere zählen, mehr oder weniger. So, jetzt suchen wir uns in der Nähe unseres Heimatlandes hier mal einen hübschen Wald aus. Ah, hier sind wir doch gar nicht mal so schlecht schon mal. Hier ist es überall warm. Und wir nehmen wildes Gebiet, dass viele Tiere kommen. Einfach aus dem Grund, weil Gnome auch so einen gewissen Touch mit der Natur haben. Die mögen es halt auch, wenn wir einen Druiden-Gnome haben, der... ja. Der wirklich... Tiere anlockt, die wir dann trainieren können. Mit denen wir leben können. So, hier oben ist eine böse Goblin-Festung oder eine Dunkelelfen-Festung. Das ist da nicht so gut. Da unten haben wir überall Elfen. Das ist auch nicht gerade das Idealste. Ich glaube, wir bleiben wirklich hier in der Gegend, oder? Hier wären Deep Metals und so weiter. Hier wären auch überall Deep Metals. Und wir wären auch in der Wildnis. Hier wäre das Wetter temperiert sogar. Freshwater Swamps. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Woman Plants ist das Gebiet, wo das liegt. Das wäre eine Idee, dass wir uns da hier so niederlassen. So, würde ich mal sagen. Hier sind wir zwar in der Nähe unserer eigenen Zivilisation und auch ein bisschen nah an anderen. Also ja, vor Zwergen brauchen wir uns diesmal nicht fürchten, mit denen sind wir verbündet. Aber Goblins und so weiter können Probleme machen. Und ich glaube, das hier sind Untote, der Sarg. Ich würde aber sagen, wir versuchen es einfach mal hier. Was kann schon mehr passieren, als dass wir überrannt werden? Ja. So sage ich mal, Embark. Embark, so.
Wir können jetzt uns ein vorgefertigtes Gnome-Paket aussuchen. Animal Friends, Scam Hunters. Also Waldgnome, Erdgnome, Handwerksgnome, Science-Gnome und Uhrwerksgnome. Ja. Da ich mich mit Gnomen auch nicht ganz so sehr auskenne. Nee. Races are selected on the Bark Map. Das ist auch noch so ein Hinweis. Ich würde mal sagen, wir machen unsere Journey carefully. Oder? Ja. Machen wir eine careful Journey draus. Gucken mal kurz, was wir so alles haben. Eigentlich die Standardsachen hier fast schon. Zwei Handpicks. Zwei Copper Hatchets. Iron Anvil. Den brauchen wir nicht unbedingt. Copper Hatches reicht uns eine. Handpicks, das sind unsere Grabsachen. Hatchets sind unsere Äxte, also zum Holzfällen. Sweet Pot Spawns, Strawberry Seeds, Steel Oak Elkhorns. Also ja, es ist ziemlich viel durcheinander gebracht jetzt. Iron Bark Acorns. Ich gehe mal kurz auf New und guck mal, was wir so als Seeds mitnehmen können. Aber soweit ich weiß, sind Gnome auch nicht unbedingt jetzt abhängig von Alkohol. Ich fühle mich jetzt gerade doch ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Manuel. Guck mal kurz nach, werde ich hier mal so durchstöber, wo ich die Seeds versteckt sind. Oder habe ich schon alle Seeds dabei, die ich mitnehmen könnte? Extracts. Cages, Barrels. Also ja, wir haben Gnome, oder? Kann ich aborten? Ich abort mal kurz. So, da muss ich mal kurz gucken. Gnome, General Info. Nein, getting started. Gnomes, Sniff, Earth, Gems, Metals. Und mainly on things. Fast muscle. Ja. Gut, dann machen wir noch mal neu.
Mal continue playing? Nein, das war nur dieses eine Save. Finden wir nochmal die Embarkstelle. Entschuldigung, jetzt dafür, dass der Anfang gerade so holprig ist. Und dann wählen wir uns ein Preset einfach raus. Bis ich mich an die Gnome mal gewöhnt habe. Ja. Ich muss zugeben, es war vielleicht keine gute Idee, das einfach mal blind machen zu wollen. Aber ich wollte mich einfach nicht da irgendwie zu sehr einspielen auf die neuen Rassen. Ich wollte die einfach mal mit euch zusammen irgendwie entdecken. Also ja, das Gebiet finden wir ja recht schnell wieder. Wir müssen nur Green Realm wieder nehmen. Da sind wir Gnome. Ja. Und in der Beschreibung stand, wir sollten uns nach einem Gebiet umschauen, in dem es, genau, in dem es warm ist, sehr viel Wald gibt und am besten wild ist. Das ist zu nah dran, das ist zu nah da dran. Also ja, würde ich sagen, einfach hier, auf der anderen Flussseite. Hier gibt es nämlich genug Deep Metals. Und Flagstone auch. Es ist warm, es ist ganz gut. Dann embarken wir mal hier an der Stelle, genau. Obwohl, halt, ich gucke mir mal kurz die Umgebungsgegebenheiten an. Low. Was? Extreme Klippen? Gut, dass ich das noch nachgeguckt habe, sonst wäre das nicht so gut gewesen. Obwohl es das eigentlich fast schon egal sein kann, ob da Heavy Cliffs sind oder nicht. Hier sind überall Elfen. Das hier sieht auch nicht wirklich gut aus. Ach, das hier ist Haunted Gebiet, okay. Nein, da nehmen wir nicht. Wie sieht's hier so aus? Hier sieht es irgendwie gerade aus. Aber wisst ihr was? Wir versuchen es mit den schweren Klippen hier. So. Gehen wieder hier hoch. Und embarken. So, welche Gnome nehmen wir denn? Technological Arms wären sehr gute Gnome, die Fallen produzieren. Tinker Toys sind eben die, die Automaten machen, also Roboterbären und so. Ich würde mal sagen, wir nehmen die. Embark Preparations were not completed. Ah ja. Proficient Miner. Was ist denn so alles vergeben? Skilled Miner, Metalsmith, Furnace Operator, Brewer und Cook. Lumberjack, Carpenter, Mason, Novice Mechanic, Professional Glassmaker. Weaponsmith, Armorsmith, Metalsmith. Adäquat Mechanic, Novice Glassmaker, okay. Fisherman, Farmer, Herbalist. Novice Cheesemaker. Competent Stone and Rune Engravers. Aha. Adäquat Mechanic. Okay, dann würde ich sagen, der Farmer hier kriegt noch mehr Farmer-Punkte. Du bist Metal Crafter, kriegst du noch einen Metallpunkt mehr. Oh, kann ich gar nicht mehr machen. Adäquat Mechanik. Oh, es ist auch der falsche. Es ist auch der da. Ah, dann wirst du besserer Mechaniker. So, du bist Miner. Dann bist du Stonecraft und Potter noch ein perfekter. So, gucken wir mal die Sachen an. Copper Hatchet, Headpicks. Können wir jeweils eine wegnehmen. Strawberries, Prickleberries, Fisherberries.
Iron Anvil kann weggenommen werden. New.